langsam. Was? Verdammt! Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Resident Evil 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. So, ein paar Kleinigkeiten. Ich habe gerade mal schon wieder so ein bisschen reingeguckt. Wir werden jetzt ganz kurz einmal hier diesen Waffenmodifikationen sind günstiger. In der Mitte anbringen, hatten wir auch was für Reparaturen. Reparatur von Messern ist günstiger, 30%. Die werden wir mal kurz gegen Ashley austauschen. Ashley hat gebracht grünes Kraut, genau. Also links, so, passt, sehr schön. Denn wir werden mal kurz einmal willkommen. Wofür auf kann ich dich tunen gehen. Reparieren müssen wir das Messer nicht mehr. Das hier müssen wir auf jeden Fall reparieren. Eine also müssen wir nicht. Machen wir aber. Glück, Fremder. Dann machen wir hier einmal die Angriffskraft noch nach oben. Für diese Arbeit braucht es die Haltbarkeit. Spitzengefühl, Fremder. Auf dann brauchen wir nur noch ein bisschen an. Und dann machen wir nochmal die Haltbarkeit, würde ich sagen. Das heißt, wir verkaufen einmal einen Seitenkristall. Nicht schlecht. So. Dann gehen wir auf Tune. Alles? Und dann sollte genau das Bist möglich du sein. Beeindruckt? Denn es ist ja unser neues Messer, was wir jetzt auch hauptsächlich benutzen erstmal. So, zweimal gelbes Kraut, was ich eigentlich gar nicht mehr verwenden kann. Was kann ich, die eigentlich doppelt kombinieren? Nein, das geht nicht. Hätte mich auch stark gewundert. Ein Erste-Hilfe-Spray lasse ich mal gerade noch drin, weil nicht mehr so viel Heilung da ist. Inventartechnisch sollte erstmal passen. Munitionstechnisch geht. MP-Munition. Ah, für die Waffe hier, ne? Was für die Waffe? Draußen nicht weg. Wir prüfen. Nee, das ist Gewehrmunition. Gut, dann können wir noch die MP-Munition wegpacken, die brauchen wir ja nicht. Aufbewahrung. Wir können ja gar keine Munition. Was war das mit dem Verkaufen, ne? Hätte ich mal das verkauft. Willkommen! So, Munition, MP, braucht kein. Ich kaufe. Punkt, braucht alles. Einfach niemand. Tschüss. Oh ja. So, des Weiteren wurde mir in den Kommentaren geschrieben, wir haben im letzten Part gegen Krauser gekämpft. Im letzten Part war das, ne? Wo war denn das? Bin ich hier richtig? Ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute. Sorry. Ja, genau. Hier sind wir reingekommen. Hier kommen wir nicht mehr zurück. Dahinter war Krausers Kampf. Hätte ich den nicht so hart mit der Macken bearbeitet, hätte man alternativ auch einfach das Messer zücken können und ihn mit dem Messer angreifen können. Das macht wohl extrem viel Schaden. Aber gut, mit der Magnum hat es auch geklappt, also was soll's. Es ist so. Du hast ja, den das war das eine. Des an dir kleben. Und das andere habe ich leider schon wieder vergessen, deswegen kann ich es euch gerade nicht sagen. Asche auf mein Haupt. Naja, wir machen weiter. Achso, jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. Oh Mann, ich bin heute nicht gut drauf. Und zwar habe ich mir Separate Ways, den DLC, direkt schon besorgt. Das heißt, oder bedeutet, wir werden im Anschluss an die Hauptstory direkt den DLC hinterherhängen. Ja. Das so als kleine Vorankündigung schon mal. Ich habe es, glaube ich, noch nicht geändert auf meinem Kanal, aber wird demnächst auf jeden Fall zu sehen sein. Mir fällt gerade auf, ich habe hier, glaube ich, alles schon gemacht. Und wir waren eigentlich schon da hinten. Und ich bin nur zurückgelaufen, um zu speichern. Okay, na dann sehen wir uns gleich am Ende wieder. So, ja, keine Ahnung, warum jetzt hier auf einmal Gegner sind. Ich habe nur die Musik gehört und dachte mir, hä, warum läuft denn hier noch die Kampfmusik?
Oh, auf einmal sind hier ein paar Gegner. Naja, gut. Hä? Wo rennt ihr denn jetzt hin? Was ist denn jetzt euer Auftrag? Wir haben das doch hier eigentlich alles schon gemacht, oder? Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen gescheuert. Muss ich hier nochmal Munition und so verschwenden? Okay. Alter. Habt das jetzt? Meine Güte. So. Oder irgendwas habe ich hier, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich glaube, wir haben hier mittendrin aufgehört. Kann das sein? Hier blinkt rot. Warum? Na gut. Dann machen wir halt hier weiter an der Stelle. Ich glaube, im letzten Part war nicht mehr genug Zeit, ne? Boah, wackeln wir nicht so lieren. Einer hässlicher als der andere. Sehr schön. Oder die anderen eigentlich auch noch gleich ausschalten. Irgendwo einer. Da ist noch einer. Snipen war hier heute ein bisschen rum. Oh nein, nicht die schon wieder. Da steht auch noch einer. Lass mich raten, das kommt jetzt von ganz unten hier hochgekrabbelt, um mich irgendwie anzugreifen. Eieieiei. Genau, das MG hatten wir benutzt, das weiß ich noch. Wo geht's denn jetzt weiter? Wir müssen da irgendwie rüber. Haben wir irgendwas freigemacht? Ich weiß es nicht mehr. Sorry, ey, ich bin voll raus. Wir müssen unten irgendwie weiter. Das Ding hatten wir auf jeden Fall ausgeschaltet. Das ist vollkommen korrekt. Ach, jetzt müssen wir hier lang. Ja klar, jetzt ist da, genau. Das hat er freigesprengt. Mike mit seinem Heli, glaube ich, war es, ne? Und da können wir jetzt weitergehen. Und dann machen wir hier wieder ein bisschen Action. Ich dachte, der geht jetzt ans Geschütz. Oh nein. Oh. Alter, ist das euer Ernst? Okay, erste Hilfespray. Incoming. Oh. Ey, sag mal, was ist denn heute wieder los hier? Munition geht gerade richtig runter. Oh nein, verbrenne. Da habe ich ein rotes Kraut gerade erspäht. Wie sieht es denn hier aus mit Schätzen? Nix. Grünes Kraut. Repair den Mist. Wir gehen mal hier hoch. Oh Gott, da kommt schon wieder einer daher gekrochen. Gewehrmunition, nice, danke. Okay, kommt der uns jetzt? Ja, kommt der. Hi. Tja, wer lacht jetzt zuletzt, hä? Okay, die Geschütze sind schon ausgeschaltet. In weiser Voraussicht. Ich habe schon lange keine Spinne mehr in irgendeiner Kiste gehabt. Spinne sage ich schon. Schlange. Schlange war das, was ich gesucht habe, das Wort. Das Tier. Ja, aber haben wir schon lange nicht mehr irgendwo in der Kiste oder so gehabt. Okay. Hier nochmal runter.
auch schon wieder MP-Munition. Was soll ich damit? Nutze ich doch gar nicht. Da ist das rote Kraut, was ich ja spät hatte. Sehr schön, da gehen wir gleich hoch. Was ist hier noch? Die schlimme Befürchtung, dass hier gleich wieder so ein Riesentyp reinspringt, wenn ich da zum Tor gehe. Ne, wir müssen es freispringen anscheinend, okay. Aber mal gerade, dann bleibt ja nur noch der Weg da. Irgendwas übersehen? Nope. Manchmal wünschte ich immer noch, habe ich schon mehrfach gesagt, dass ich einfach so per Hand die Taschenlampe anmachen könnte. Das wäre schön. Oder wir fahren das Tor einfach hoch. Das ist natürlich auch eine Option. El Contrado. Wow. Da kam was geflogen. Ah. Hör doch auf damit. Hör doch auf damit. Echt jetzt. Oh. Ich glaube, hinter mir ist einer. Kann das sein? Nee, doch nicht. Doch, irgendwo... Oh Gott! Irgendwo ist da einer. Oh. Wo ist denn der? Ich sehe ihn einfach nicht. Vielleicht sollten wir rüber zum anderen Geschütz gehen. Nein! Spring runter. Gehen wir kurz einmal zum anderen Geschütz. Oh Gott. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Oh Gott, da ist noch irgendwas Dickes. Jetzt springen runter. Ei, 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 ei. Weg hier. Oh Gott, was ist denn los? Alter, was eine Action hier. Oh ja, ist klar. Geh doch einfach an das Geschütz, verdammt, Lian. Mann. Dein Ernst? Und wie er noch lebt. Und da kommt das dicke Vieh, glaube ich, gerade. Wir müssen uns aber erstmal heilen. Und einfach nur, weil ich es kann. Ich weiß, es bringt nichts. Ich schmeiße jetzt hier einfach nochmal ein gelbes Kraut rein. Dann sind wir voll geheilt. Was grunzt denn jetzt hier so rum? Ich hab's noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich's sehen will. Ah, da. Doch wieder so ein Dicker. Naja, da sollte mit dem Geschütz kein Problem sein. Genau. Das war's? Irgendwo lebt, glaube ich, noch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder müssen wir irgendeinen anderen Hebel ziehen, kann das sein? Ich weiß bloß nicht, wo er ist. Ah, da ist er. Okay, also, oh Gott. Wie oft wir jetzt hier hin und her laufen. Ja, sorry, durch den ganzen Stress vergisst man dann so die wesentlichen Sachen.
Jetzt aber. Als hätte es keiner geahnt, dass jetzt schon wieder neue Gegner kommen. Die Tür ist gleich leer. Einer hässlicher als der andere. Fertig? Ich denke schon. Mann, springen, runterlehnen. Danke. So, jetzt müssen wir da aber nochmal hoch, weil da liegt Loot. Loot, Loot, Loot. Danke, danke, danke. Danke, danke. Immer gerne her damit. So. Und jetzt ab durch das Tor, ne? Haben wir noch irgendwas für... Oh. Ja, da haben wir sogar noch einen Rubin vergessen. Den müssen wir natürlich unbedingt mitnehmen. Wäre ja eine Schande, den liegen zu lassen. So, das war's jetzt aber. Wir hätten auch die Sprengfässer benutzen können. Da liegt ja noch was. Mann. Jetzt aber. Fertig? Alles übersehen? Bestimmt habt ihr noch was gesehen, was ich jetzt gerade nicht sehe. Okay, weiter. Okay. Die haben sie Ashley lang gebracht, ne? Ruinen bei der Klippe. Bei den Klippen. So rum. Da ist Mike. Rein mit dir! Danke! Mike aus Michigan. Ich kenne gute Bar. Der stürzt jetzt ab, bestimmt. Da waren noch, ey, da waren noch Kisten. Gut so, runter das Köpfchen. Schön langsam. Was? Verdammt! Du bist der Nächste. Ich hab's sowas von gewusst, ne? Zwei Schüsse, glaube ich, brauchten die. Dann müssten die weg sein. Oder sogar nur ein Schuss gerade aktuell. Geil. Aua. Toll. Dafür büßt du, Saddler. Der arme Mike. Kurzauftritt und gleich schon wieder weg. Aber als hätte ich es nicht gewusst, wäre zu einfach gewesen. So, wir, oh, da hinten sehe ich schon einen Auftragszettel. Da haben wir auch schon die erste Münze. Blaue Medaillon. Gibt wieder nur 5. Mist. Wir haben aktuell 32. Mist. Also das 40er Ticket, glaube ich, für 40 Spinell für die nächste Ultimate Upgrade der Waffe, nenne ich es jetzt mal. Glaube ich, kriegen wir nicht mehr, wa? Nein, schreibt es bitte nicht rein. Bitte nicht in die Kommentare reinschreiben, ob da noch ein Auftrag kommt, den wir vielleicht kriegen und das dann doch noch holen können. Das finde ich selber raus. Weil wenn ihr mir das jetzt reinschreibt und sagt, nein, kriege ich nicht, dann bin ich wieder den ganzen Tag angefressen. Und dann nervt mich das und wurmt mich das noch mehr, dass wir das andere vergessen haben.
den einen Auftrag fertig zu machen. Ich meine, ich habe den schon auf der Minimap gesehen. Ja, das war nur wieder so ein blödes Monster. Ich glaube, es hätte 6 Spinelle gegeben. Sache erledigt gewesen. Aber nö. War wieder abgelenkt. Also bitte nein. Ich finde es selber raus. So, war es das hier? War es das? Dann gucken wir uns kurz einmal den Zettel an. Genau. Genau den hier, den wandelnden Tod. Leider verkackt. Sonst habe ich aber anscheinend alle mitgenommen, ne? Und ich glaube, die Liste ist auch zu Ende. Das heißt, wir kriegen das Ticket nicht mehr. Gut, jetzt wurmt mich das. Toll, danke. So, wo sollen wir denn? Ruinen bei den Krippen. Also muss alles hier sein. Okay. Na gut. Dann würde ich aber trotzdem an dieser Stelle erstmal wieder behaupten, recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Resident Evil 4. Oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.